Schönen guten Morgen, Freunde der nervigen Dinge. Ja, letztes Jahr hatte ich ja damit angedacht, so eine Serie zu machen, so wie Buchgedanken, in der es um nervige Dinge geht, die man leicht erklärt. Ja, deswegen heißt die Serie auch Nervige Dinge leicht erklärt. Ja, ich habe es auf ein Video geschafft letztes Jahr. nun gut. Es lag nicht an den Themen, es lag einfach daran, dass es so war, wie es war. So, aber jetzt habe ich wieder ein paar Dinge aufgegriffen und mir ein paar Gedanken gemacht und das passt einfach sehr gut in die nervigen Dinge. Heute soll es nämlich um Werbung gehen. Ja, nervige Dinge, Werbung. Wen nervt Werbung nicht? So, und gleichzeitig lassen wir uns alle von Werbung beeinflussen. Ja, ich sage jetzt mal wir alle. Und ich glaube auch das, was ich sage. Ja, aber ihr wisst ja, glauben heißt nicht wissen. Ne? So. Nun ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass jetzt sehr häufig bei Videos, gerade jetzt auch so auf BookTube, plötzlich hier oben irgendwo steht Dauerwerbesendung oder Werbung. Manche handhaben das auch so, dass sie halt eben dann am Anfang sagen, ja, dadurch, dass ich andere BookTuber nenne oder halt eben durch die Bücher zeige und so weiter, muss ich das als Werbung kennzeichnen. Wie ist es dazu gekommen? Der ein oder andere von euch weiß es vielleicht schon. Für die, die es nicht wissen, möchte ich es ganz kurz erklären. Auf Instagram, ja, da gab es oder gibt es, ne, so ein paar Influencer, ja, die verteilen die Grippe. Nein, das sind Leute, die viele, viele, viele Follower haben und damit. Also dadurch, dass sie halt eben so viele Menschen ansprechen können, dass halt eben so viele Menschen sie schauen, sie sich anschauen, egal jetzt auf Instagram oder auf YouTube, haben sie eine gewisse Reichweite, werden dadurch interessant für zum Beispiel Verlage, ne? Also wenn wir jetzt mal bei BookTube bleiben oder auf Instagram halt eben die Instagrammer, die sich mit Büchern beschäftigen, dann werden sie auf einmal interessant für Verlage und die Verlage fragen dann an, würdest du dieses Buch lesen, eine Rezension darüber machen oder auch würdest du mit uns zusammenarbeiten? Wir hatten das ja letztes Jahr zum Beispiel, dass, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, nicht die Meiersche, nein, Hugendubel, genau, mit einigen Booktubern zusammengearbeitet hat. So, nun ja, auf jeden Fall auf Instagram, ne? Also Influencer sind nichts anderes als Leute mit einer großen Reichweite, mit vielen Zuschauern. Da sagt man dann, ja, die können diese vielen Zuschauer ja auch einfach beeinflussen. Und deswegen kommt es zu diesem Influencer, ne? So, zu diesem Begriff. Also Menschen, die andere Menschen mit Dingen anstecken können. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt, was weiß ich nicht, 100.000 Abonnenten, ne? So, dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass mindestens 50.000 davon sich denken, boah, was ein cooler Schal, den muss ich jetzt auch unbedingt haben. Den gibt es aber nicht mehr. Ja, ja, genau. Oder die denken sich, ah, Katze, jetzt will ich da die Katze haben, die man nicht sieht, aber hört. Ja, ja, ja. Katze hat gerade ihren Schwanz entdeckt und sie ist von dem angegriffen worden. Das kann schon mal passieren. Katze? Ja, genau, aber ich mache gerade echt schlechte Werbung für Katzen. Nun ja, so, dann kommen wir wieder zurück zu den Instagramern.
Da war dann halt eben zwei, also ich weiß jetzt halt eben von zwei Influencer, die verklagt wurden, beziehungsweise nicht verklagt, sondern abgemahnt wurden, weil die eine macht halt sehr viel mit Mode, zeigt dann halt eben, was sie so trägt, was sie gekauft hat, wo sie es gekauft hat, bla bla. Und ja, und dann hat sie halt eben einfach gezeigt, hier, ich habe neuen Schal, so, ne? Den habe ich mir aber selbst gekauft, aber hier, ich habe einen neuen Schal. Und ja, dann kam eine lustige Organisation, die halt eben guckt, wie ist das mit dem Wettbewerb, also die sich dafür einsetzt, dass genau, dass alles mit rechten Dingen zugeht, was so den Wettbewerb angeht, also den Verkaufswettbewerb. Und die haben dann gesagt, ja, so geht das nicht. So geht, das ist Werbung, das ist Werbung. Du hast das nicht gekennzeichnet. Dich verklagen wir jetzt, beziehungsweise dich mahnen wir ab. So, das wurde, also ich kenne jetzt halt eben zwei Fälle. Ich habe halt eben auch recherchiert, mir das angeguckt, was steht in den Zeitungen und so weiter, im Internet darüber. Und es kam dann halt eben zu einem Verfahren. Soweit ich weiß, läuft aber in dem einen Fall das Verfahren noch, weil sie wurde dann wirklich abgemahnt. Und der Richter hat dann halt eben gesagt, ja, nee, das war Werbung, das darfst du nicht. Weil das Argument von ihr war halt eben, ja, aber ich habe das ja, ich hab da ja kein Geld für bekommen. Ne? Ich habe das den Schal einfach nur gekauft. So. Und ja, da hat sich der Richter aber nicht von überzeugen lassen. Egal. Auf jeden Fall hat sie aber Widerspruch eingelegt. Das heißt also, es geht jetzt in die nächste Runde, nächsthöhere Gerichtsbarkeit und so weiter. So, dieser Vorfall hat allerdings in der Instagram-YouTube-Community Panik ausgelöst. So, weil ja aufgrund dieses Richterspruchs, ja. Und durch diese Panik und auch durch die Verunsicherung ist es jetzt halt eben dazu gekommen, dass ständig überall Werbung eingeblendet wird, was eigentlich kontraproduktiv ist. Denn der Sinn hinter der ganzen Sache war irgendwann einmal, dass man etwas tut gegen Schleichwerbung. Es gibt halt eben jede Menge große YouTuber, die gerne mal auch Produkte in die Kamera halten und sagen, das ist die beste Handcreme der Welt. Ja, weil gerade die Hand, ne? So, die beste Handcreme der Welt und die ist so toll und überhaupt und sowieso. Haben dann allerdings dabei vergessen zu sagen, ach so, ja, übrigens, ich kriege gerade Geld dafür, dass ich diese Handcreme in die Kamera halte. So, das ist einfach Schleichwerbung. Und das ist sogar richtig miese und schlechte Schleichwerbung. Ja, ist ja einfach so. Und da sollte eigentlich eingegriffen werden. Das war mal der Gedanke dahinter. Halt auch, um gerade das junge Publikum zu schützen. Denn viele dieser großen YouTuber oder auch Instagrammer haben ein unglaublich junges Publikum. Das heißt wirklich von 9 Jahren aufwärts. So. Und da ist halt irgendwie ja, die Beeinflussung vielleicht einfach noch ein bisschen leichter, ne? Wenn man halt eben jemanden verehrt. Ne? So, oh, wenn die sagt, das ist die beste Handcreme der Welt, dann muss ich mir jetzt direkt von meinem Taschengeld 10 Packungen davon kaufen. Oder so. Ne? So. Und da wurde halt eben dann auch drauf geschaut. Im Fernsehen ist es genauso. Es darf halt eben, also in Deutschland zumindest, Schleichwerbung einfach verboten. Deswegen sieht man in Filmen auch oft Flaschen, wo das Etikett abgeklebt ist. Oder ja, man sieht eindeutig, es ist Coca-Cola, ne? Aber das Etikett ist abgeklebt oder halt eben irgendwie abgemacht worden und so weiter. Das hat halt damit zu tun, dass Schleichwerbung in Deutschland einfach verboten ist. So, wie sieht es jetzt aber aus mit der Werbung? Nun, Werbung oder ein Video muss gekennzeichnet werden,
wenn wirklich Werbung stattfindet. Das heißt also, wenn ich, wir bleiben jetzt mal bei den Büchern, wenn ich von einem Verlag dafür bezahlt wurde, ein Buch vorzustellen. So, ich habe das Buch bekommen und Geld und den Auftrag, stell das Buch mal vor. Dann mache ich Werbung. Ich mache Werbung für dieses Buch, ich mache Werbung für dieses Produkt. Und dann muss ich es auch als Werbung kennzeichnen. Das ist ganz einfach. Dann gibt es noch die Abstufung, das ist zwar kein Geld. Entschuldigt bitte. Kimowski hat einen neuen Kratzbaum und jetzt wird gerade, da ist so ein Bömmelchen dran und das Bömmelchen stört sie gerade. Also sie stört gerade ganz schön viel. Stört dich gerade ganz schön viel, ne? Ist auch schlimm. Ich sitze ja auch mitten im Weg, ne? Also normalerweise ist das so ihre Rennstrecke. Naja, kann schon mal passieren. So, auf jeden Fall, ja, nicht nur Geld kann man bekommen, sondern auch, wenn jetzt zum Beispiel der Verlag sagt, hier bitte, ich schenke dir das Buch, aber dafür erwarte ich, dass du eine Rezension darüber machst, dann ist das auch Werbung. So, aber da gibt es eine Abstufung. Denn vielleicht kennt ihr solche Sendungen wie das Literarische Quartett oder mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ach ja, da gab es auch noch Lesen mit Jürgen von der Lippe und so, ne? Da wurden ja auch Bücher vorgestellt. Und gerade beim Literarischen Quartett zum Beispiel gehe ich mal davon aus, dass sie sich die Bücher nicht selber kaufen, sondern dass der Verlag sagt, hier, das musst du jetzt mal unbedingt lesen. So, ist das schon Werbung? Nein, es ist nicht Werbung, wenn man dieses Produkt oder das Buch halt eben kritisch darstellt, also kritisch bewertet. Wenn ich also hingehe und sage, in diesem Buch geht es um XY und das Buch hat die und die positiven Punkte, aber auf der anderen Seite gibt es auch einen Mangel an XYZ. So, dann stelle ich dieses Buch kritisch dar. Ich verfasse also wirklich eine Rezension darüber. Ich setze mich mit dem Buch, mit dem Inhalt kritisch auseinander. Und in dem Moment ist es halt eben keine Werbung. Denn Werbung ist eine positive Darstellung. Ist klar, ne? So. Wenn ihr im Fernsehen Werbung seht oder wenn ihr eine Zeitschrift aufschlagt oder sonst irgendwas, ne, da steht ja dann nicht, diese Gesichtscreme ist super gegen Falten, aber gleichzeitig kriegen sie Pickel davon. Das will ja keiner hören, ne? So. Sondern Werbung ist immer, das ist die tollste, beste Gesichtscreme der Welt. Die kann alles sogar spülen. So, ne? Und aus diesem Grund, wenn man über Bücher redet und sie wirklich kritisch analysiert oder kritisch ja, auseinanderrupft auch, dann handelt es sich nicht um Werbung selbst, wenn man das Buch vom Verlag gestellt bekommen hat. Allerdings in diesem Punkt wäre ich vorsichtig. Also wenn ich ein Buch von einem Verlag oder von einem Autor geschenkt bekomme, egal, ob ich jetzt die Auflage habe, darüber positiv zu reden oder halt eben einfach, hier ist das Buch, bitte lies es und dann mach eine ehrliche Rezension darüber, würde ich auf jeden Fall einblenden, Werbung. So. Und ja, ganz klar, wenn man dafür bezahlt wird, dann ist es Werbung. Die Verunsicherung kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja schon sehr lange im Internet unterwegs. Ich hatte meinen eigenen Shop und so weiter und so fort. Und es gibt halt eben immer wieder neue Gesetze und teilweise machen die einfach keinen Sinn, gerade für, ich sag mal, Kleinverlage zum Beispiel. Also ich habe damals meinen eigenen Verlag gegründet, damit ich meine Bücher überhaupt verkaufen konnte, selbstständig. So. Ja, da gab es noch keine Self-Publisher. Das war damals, ne? Als die Bilder das Sprechen lernten. Nee, das Laufen. So, auf jeden Fall. Ich bin dann auch irgendwann wahnsinnig geworden, weil immer wieder diese Gesetzesänderungen und auch Auflagen, die man erfüllen musste, einfach für, ja,
kleine Shopbetreiber oder kleine Verlage irgendwann nicht mehr tragbar waren. Es ging so viel Zeit darauf, diese Dinge zu recherchieren und umzusetzen, und trotzdem hatte man immer, oder ich hatte immer Magenkrummeln, weil ich dachte, scheiße, hast du was falsch gemacht? Ne? Kriegst du eine Abmahnung. So. Und ich kann das total verstehen, dass einfach durch, ja, durch diesen Schwachsinn, es tut mir leid, ist eine, anders kann ich es einfach nicht benennen, aber durch diesen Schwachsinn auf Instagram, dass dadurch Unsicherheit und Angst erzeugt wird und dass man dann lieber vorsichtig ist und überall Werbung reinballert, egal ob es überhaupt Werbung ist oder nicht. Warum tue ich das nicht? Weil ich so mutig bin? Nee, ganz bestimmt nicht. Das hat nichts mit Mut zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass ich, wenn wir jetzt überall Werbung einblenden, also ich stelle euch die Bücher vor, die ich gelesen habe, und ich sage, das und das hat mir super daran gefallen und das hat mir nicht so gut daran gefallen, dann werde ich den Teufel tun und Werbung einblenden. Weil es ist keine Werbung. Ich bin nicht dafür bezahlt worden. Ich habe das Buch nicht geschenkt bekommen. Ich mache keine Schleichwerbung oder sonst irgendwas, sondern ich rede über das Buch. Ich verfasse eine Rezension. Ich teile euch meine Gedanken mit. Und ich fordere euch auch nicht auf, dieses Buch zu kaufen, sondern ich sage ja immer, schaut in das Buch rein und dann guckt, ob es euch gefällt. Gefällt euch der Schreibstil, gefallen euch die Charaktere, die Geschichte und so weiter. Ich überlasse es euch, ob ihr mit diesem Buch klarkommt. Das Einzige, was ich tue, ist, euch meine Meinung über dieses Buch mitzuteilen. Und das ist keine Werbung. Ich blende halt eben nicht Werbung ein, weil ich dafür bin, dass Schleichwerbung abgeschafft wird. Oder beziehungsweise ich bin für Transparenz in diesem ganzen Bereich. Und das funktioniert nur, wenn auch wirklich Werbung drin ist, wenn Werbung draufsteht. So, das heißt also, bekomme ich ein Buch von einem Verlag, ist mir bis jetzt einmal passiert, aber das war damals auf meinem Blog und das habe ich auch gekennzeichnet. So, seitdem ich aber Videos mache, nö, da mich hat noch kein Verlag, also Bastei, ne, kannst mich gerne mal fragen, gar kein Thema. Da blende ich dann auch gerne Werbung rein. So, wenn ich also ein Buch bekommen sollte von einem Verlag, dann werde ich euch das mitteilen. Dann werde ich sagen, so, und das ist jetzt Werbung. Auch wenn ich mich damit kritisch auseinandersetze. Ebenso sollte ich Geld dafür bekommen, dann blende ich Werbung ein. Bei meinen eigenen Büchern blende ich Werbung ein. Warum? Weil rein hypothetisch, wenn ich euch meine Bücher vorstelle, dann könnte es sein, dass einer von euch sagt, ey, das gefällt mir, das kaufe ich. So, und in dem Moment, wo ihr das Buch kauft, bekomme ich Geld dafür. Also, wenn ich über meine eigenen Bücher rede, die ich geschrieben habe, blende ich Werbung ein. Denn dann mache ich ja in dem Moment im Grunde genommen Werbung für meine Bücher, weil ich damit rein hypothetisch Geld verdienen könnte. So, und deswegen finde ich es, also deswegen habe ich für mich entschieden, Werbung nur dann einzublenden, wenn es Werbung ist. Ganz einfach. Wenn ich euch etwas erzähle über eine Sache, mit der ich hypothetisch gesehen Geld verdienen könnte oder wo ich eine Sachleistung bekommen habe, wie gesagt, zum Beispiel das Buch vom Verlag geschenkt. So. Ansonsten blende ich nicht Werbung ein. Habe ich ein Krummeln dadurch im Magen? Habe ich. Ja, habe ich. Weil das Problem an der Sache ist, dass diese Punkte, die ich euch gerade erzählt habe. Ich bin kein Rechtsanwalt, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Ne? Also das, was ich hier erzähle, könnte auch der größte Schluss sein, weil habe ich kein Jura studiert, habe ich nicht. Ne? Und bin kein Fachmann oder eine Fachfrau. So. Also deswegen nehmt mich jetzt nicht, recherchiert selber, guckt nach und so weiter. Ne? Also das muss ich euch auch sagen. Ist so. Ja, sonst könnte man rein theoretisch, hypothetisch könnte man sagen, ja, du hast jetzt aber hier und
Ihr merkt schon, ne? Das Ganze ist ganz dicht an der Grenze zum Wahnsinn. Nun ja, auf jeden Fall, also ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich habe mich mit diesen ganzen Dingen auseinandergesetzt und es ist eigentlich ganz klar, ja, niedergeschrieben worden, aufgeschlüsselt worden, was ist Werbung, wann muss man was kennzeichnen. Das Problem an der Sache ist, dass Leute, die halt eben Videos machen, also nicht alle, ne, aber ich kenne auch einige, die halt sich dann damit auseinandersetzen. So, und die das dann wissen und die das versuchen umzusetzen. Scheinbar dieser Richter, der darüber entschieden hat, über diesen Instagram-Fall, hatte jetzt nicht so die Ahnung von der Materie. Schätze ich mal. Sonst hätte der Richterspruch anders ausfallen müssen. Ganz klar. Und genau das ist das Problem. Denn Gesetze oder Richtlinien, es ist gut, sich daran zu halten, aber entscheidend ist der erste Rechtsfall, der vor Gericht geht. Warum? Weil wir dann erst wissen, wie die Gerichte darüber entscheiden. Macht keinen Sinn, ja, ist aber so. So, ne? Deswegen kann ich das verstehen und deswegen habe ich selber auch ein Grummeln im Hals, im Magen, ja, weil auch wenn ich mich an diese Richtlinien halte, heißt das noch lange nicht, dass ein Richter nicht trotzdem sagt, nö, sehe ich anders, hier, das ist doch Werbung. So, ja, es klingt ein bisschen komisch, ich weiß. Aber leider haben einige Fälle in diesem Bereich des Internets und der Werbung und überhaupt gezeigt, dass es nun mal so läuft. Manchmal nur in der ersten Instanz, das heißt also, wenn es dann weitergegangen ist, dann wurde sich doch an die Richtlinien gehalten, aber nicht immer. Nicht immer, ne? Deswegen, wie gesagt, ich kann es verstehen und lasst euch nicht irgendwie dann irritieren. Ich kann verstehen, wenn man wirklich ständig Werbung einblendet, um dort dann auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe mich halt eben dafür entschieden, das nicht zu tun, aus den Gründen, die ich euch genannt habe. Und was mich halt eben auch bestärkt hat, war ein Artikel, der war unglaublich gut geschrieben zu diesem Thema. Und der Journalist hat im Grunde auch dazu aufgerufen, bei diesem Wahnsinn nicht mitzumachen, weil das kontraproduktiv ist. Wenn ich halt eben überall Werbung draufschreibe, woher soll man dann noch wissen, wo Werbung wirklich drin ist? So. Und ich fand den Artikel so toll und ich fand ihn einfach auch so, ja, verdammt, ja, wir dürfen nicht immer alles mitmachen, nur weil wir Angst haben. Wenn das einfach Schwachsinn ist, was da abläuft, dann ist das Schwachsinn. Und wenn wir uns nicht dagegen wehren und wenn wir nicht standhaft bleiben, wie soll sich dann etwas ändern? Wie soll sich dieser Wahnsinn dann irgendwie verflüchtigen? Dann wird es ja noch schlimmer. So. Und glaubt mir, ne? Also in den Jahren, in denen ich im Internet unterwegs bin, ach Gott, da ist mir einiges an Schwachsinn untergekommen. So. So viel zu dem Thema, ne? Instagram ist übrigens nochmal eine andere Sache. Also der Richterspruch basierte dann darauf, dass gesagt wurde, naja, man sieht halt nur ein Bild. Und wenn man den Text unten drunter nicht liest, dann weiß man nicht, dass das Werbung ist. Also wenn dann halt da jemand steht und den Schal präsentiert, dann könnte das halt eben einfach Werbung für so einen Schal sein. Und ja, ich weiß, das macht jetzt auch nicht niemand mehr. So, aufgrund dessen, weil halt eben auf Instagram nur mit einem Foto geworben wird, scheint dort die Rechtslage noch mehr im Grauen zu liegen als bei Videos. Macht das? Nein, macht keinen Sinn. Glaub mir, das macht keinen Sinn. Und deswegen werden dann halt eben unten dann auch die Hashtags Werbung und irgendwas und hast du nicht gesehen, genutzt. Was ich verstehen kann, weil wie gesagt, ne, Instagram ist nur ein Foto, ist noch tiefer in der Grauzone. Ja, so. So viel zu dem Thema.
zu dem Thema Werbung und warum das jetzt halt eben eingeblendet wird. Aber ich dachte mir, wir beschäftigen uns nochmal mit Werbung. Ja, richtig mit Werbung. Denn meiner Meinung nach ist der beste Schutz gegen Werbung, nein, gegen Manipulation, zu wissen, dass man manipuliert wird. So, anstatt also zu sagen, wir müssen jetzt überall Werbung hinschreiben oder das und das ist Werbung und wir müssen jetzt alle schützen, weil alle sind doof. Ja, manchmal habe ich das Gefühl. Also manche Gesetze, die so erlassen werden, die sind nicht nur einfach schützend, sondern die geben mir auch einfach das Gefühl, dass man mich als, ja, Nutzer für dumm hält. Und das macht mich dann auch ein bisschen stinkig, weil ich dann denke, okay, wenn du der Meinung bist, ich habe da einfach Wissenslücken, dann klär mich doch auf. Und das, finde ich, passiert einfach viel zu wenig. Ja? Und deswegen übernehme ich das jetzt. Ja, ich kläre euch jetzt auf, was denn eigentlich Werbung ist und worauf man achten sollte. Denn meiner Meinung nach ist das der beste Schutz vor Manipulation, ja, der beste Schutz davor loszurennen und sich dann eine Handcreme zu kaufen, die man nicht braucht. Ja, genau. So, und ich überlege gerade, das Video ist ja jetzt schon wieder ein bisschen länger geworden, ob wir dann nicht zwei Videos daraus machen. Ich glaube ja. Ja, war jetzt ein bisschen anders geplant, aber wen überrascht es? Ich habe natürlich wieder zu lange geschnabbelt. Ich dachte, ich würde damit schneller durchkommen. Aber ihr seht, ne, ja, ich konnte meinen Schnabbelfluss wieder nicht unter Kontrolle halten. Und deswegen werde ich das jetzt aufsplitten. Und dann gibt es ein zweites Video, in dem geht es dann darum, was ist Werbung eigentlich und wie können wir sie erkennen? Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag mit gut und richtig gekennzeichneter Werbung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.